Eine Lösegeldforderung? Sucht mich nicht. Folgt mir nicht und fragt nicht. Verfolgt niemanden meinetwegen. Ich habe zwei Dinge gesehen, die ich mir nicht erklären kann. Ein Mann, der ohne Frage tot ist, und denselben Mann, der wieder lebendig ist. Ich folge ihm, dem Nazarener, um die Wahrheit herauszufinden. Clavius Aquila Valerius Niger. Das ist sein Siegel. Das muss ja eine Seuche sein. Meine rechte Hand hat sich gegen mich gewendet. Wie kann er nur diesem Hebräer folgen? Aber vielleicht ist es wahr. Beneficiarius, bitte. Den Nazarener. Verschwunden. Das hier sind keine Feinde. Du hältst die Welt in deinen Händen, Beneficiarius. Das musst du wissen. Ich glaube, ihre Zukunft ist in diesen Männern. Wenn der Messias kommt, wird Rom nichts mehr sein! Bis dahin. Der Nazarener hatte gesagt, er würde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Wenn das stimmt, wird es gewaltige Unruhen schaffen. Wird irgendjemand das glauben? Die Schwachen schon. Es wird keine anderen Götter geben. Töte ihn. Das Grab ist versiegelt. Bewacht es mit eurem Leben. Tribun, Pilatus will dich sehen. Die Leiche ist verschwunden. Sein Grab ist leer. Wohin ist er verschwunden? Sag du es mir. Und schon behaupten sie, er wäre vom Tod wieder auferstanden. Cäsar darf hier nicht auf Unruhen stoßen. Wir müssen eine Leiche finden. Wo verstecken diese Jünger seine Leiche? Das waren nicht Jeschuas Schüler. Eine Leiche, Tribun, gerade entdeckt. Das ist er nicht. Wer hat dir gesagt, dass der Nazarener am Leben ist? Maria Magdalena. Du suchst etwas, das du nie finden wirst. Öffne dein Herz und sieh. Lüg mich nicht an. Was ist mit dem Leichnam passiert? Die Seile sind einfach explodiert. Er sollte inzwischen zurückgekehrt sein. Ich habe 2 Dinge gesehen, die ich mir nicht erklären kann. Ein Mann, der ohne Frage tot ist, und denselben Mann, der wieder lebendig ist. Was macht dir Angst? Dass ich mich irre? Dass ich die Ewigkeit aufs Spiel setze?